Chris konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Ritterschwarm, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Ach so, der Erzähler ist Rittersporn. Das ist mal interessant, wa? Oh Leute, es regnet, Regen, ich brauche Regen. Ja, bei uns war doch wieder im Zimmer irgendwie, naja, viel zu warm zumindest. 26 Grad, gefühlte 40 von der Luftfeuchtigkeit und ja, wir kommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt wieder mal. Ja, wir sind noch auf der Suche nach der nächsten Mätresse laut Liste. Bezüglich dem, ja, dem Geldtrick, den ich dann zeigen wollte in den letzten Parts. Daraus wird so schnell nix, weil den hat man wirklich, glaube ich, seit Patch 1.03 oder 1.04 haben wir den behoben. Ja, sehr nett. Es gibt noch einen anderen Patch, also einen anderen Patch, wollte ich gerade sagen, nee, natürlich einen anderen Versuch, den ich noch, ja, einen anderen Versuch noch tricksen könnte. Einen anderen Trick, den ich noch versuchen könnte, mache ich auch, aber erst nach dieser Mission und zwar, ja, ist ein bisschen komplex und so, aber müssen noch funktionieren, auch hier in Version 1.06, oder bald vermutlich schon 1.07, damit wir dann hoffentlich noch ein bisschen mehr Kohle bekommen, also mehr im Sinne von, ja, so 7000, wa? Wäre doch einer ganz nett. So. Dazu, ja, aber mal ganz nett, jetzt muss man erstmal hier hochgehen. Ich glaube zumindest, dass das der richtige Weg ist. Denn ich will endlich mal wissen, wann ich hier mal Ciri treffen, oder? Ich meine, kann nicht sein, dass es ganz Spiel darum geht, Ciri zu treffen. Am Schluss finden wir sie dann kommt die wilde Jagd und dann ein großer Showdown. Also ich hoffe schon, dass wir sie vorher noch treffen und dann irgendwie etwas Katastrophales oder Schicksalhaftes, wie auch immer, etwas passiert. So wie es ja auch oftmals der Fall ist. Und das Spiel soll ja ziemlich groß sein. Ich hatte schon gesagt, meine Fresse. Was ist denn hier los? Abgeschlossen, nicht gut. Leute, müssen wir da rein, ja? Was willst du? Was denn der für eine Stimme? Was? Ich bin ein neuer Schwerkampflehrer. Bitte was? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Ganz frisch, der Regen wird sie ruinieren. Frage ist, soll ich mir so einen Weg bahnen oder versuchen ihn zu überlisten? Danke, wir brauchen keinen Hexer. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Warte mal. Lass mich in Ruhe. Da hat gerade jemand gequatscht, den ich doch irgendwie, glaube ich, aus Reason 3 kenne. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Ja, meine Frisur ganz frisch. Oh Gott, hey, das ist ja... Hallo, da stand gerade etwas. Gera... ja. Alter! Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Könnte noch schwierig werden, da reinzukommen. Nicht so dreist. Oh. Naja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist auch ein Weg. Sehr schön, mal ein bisschen Licht hier. Dann bringen wir etwas Licht in das Dunkle. Oh. Tja. Weil ein bisschen klettern, war. Ich
hatte auch schon mal bessere Ideen. Wow, ein temerischer Dolch. Okay, noch ein Handwerksschema. Okay, darüber kommen es relativ simpel, aber geht es nur über weiter. Meine runterfallen, aber nicht groß Bock drauf. So, das könnte tatsächlich funktionieren. Würdest du bitte mal springen? Okay, klettern tut er selbstständig. Der gute Geralt von Riva. Was ist denn dort hinten? Das ist aber ziemlich fahrlässig, Freunde. Also sorry, aber was ist mit dem los? Interessant. Findest du, meine Liebes... ja, dann schlecht. Wo geht's denn da unten hin? Hilfe! Oh, das sieht aber gefährlich aus. Das sieht mir jetzt aber ein bisschen gefährlich aus, Freunde. Spiel gesaved. Ich sehe rechts oben noch nichts. Natürlich kommt jetzt plötzlich etwas. Was jetzt, du? Wow! Sind natürlich schon stark, ich meine, ich sehe es anhand vom Level her, aber toll, da bin ich eigentlich schon tot. Naja, Leute, das geht sicher ein bisschen besser. Scheiße. Manuel war? Hä? Hat gerade selbstständig irgendwie? Wollen wir ganz kurz. Was ist das hier sein? Oh nein! Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hat. Ja, toll, kannst du überspringen. Doof! Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Gut, wir sind erst Stufe 7, von dem her. Ich bin ein Hexer! Hi-ya! Hä? Moment mal ganz kurz, das verstehe ich jetzt gar nicht. Eine Speicherung. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Den Weiberheld. So, jetzt werden wir erstmal gucken, ob das der richtige war. Jo, war es. Okay, den merken wir uns für später. Das sind also ein paar stärkere Viecher. Man geschafft es ja schon, aber man muss sein Glück nicht herausfordern. So, okay, wie sieht's aus? Kommen wir von hinten irgendwie rein? Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren beatre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle. Schnucki, Schnucki? Wer ist denn hier so schnuckelig? Ja, das ist auch elegant. So, ein paar interessante Dinge noch bekommen. Da ist die große Mauer. Ja, toll, die kommen doch jetzt.
Nee, hier ist kein Eindringen. Finde sie ja immer noch. Toll. Ja, aber muss man den Schlüssel noch hier irgendwo finden oder wie sieht's aus? Mein Hals kratzt irgendwie ein bisschen. Tja, man, hier ist der Eingang, verstehe ich ja schon, aber. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden-Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe, lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa war Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die war Atres verlangen das Beste, und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort. Jawohl, Fräulein. Nochmal Schwein gehabt. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Da hat sich Rittersporn eine feurige Dame ausgesucht, wa? Schnapp dir ein Holzschwert und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Ja, nee, ist klar. Komm mit. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Na toll, soll's nicht. Aua! Nicht verletzen! Vielleicht ein bisschen Konter, nicht nur blocken, aber Konter ist gar nicht mal so einfach. Verdammt! Gut gekämpft! Du bist viel besser als der Letzte! Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Bilde ich's mir ein, oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Kann das sein, dass das Zwillinge sind? Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Und wieder? Ey, hallo, ich hab geblockt. Fehler.
nimm zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst. Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Leider muss ich ablehnen. Ich habe zu viel zu tun. Wie du willst. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Wer von euch hat sich mit Rittersporn getroffen? Kein Grund zur Aufregung, Lehrer. Ich erklär's dir. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Ja, ich komme gar nicht weiter hier. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Badin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Sehen wir eine Auswirkung vielleicht? Naja, okay. Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut, bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Na, ob wir da nicht Rittersporn ein bisschen Konkurrenz machen? Wer weiß. Neue Quest, Fechtunterricht. Naja, ich meine, neue Quest an Land gezogen. Bei Gelegenheit, war, will man sagen. Wer weiß, was es denn noch gibt, wenn wir das erfolgreich durchziehen. Jetzt müssen wir gucken, was es hier noch Schönes gibt. Vielleicht hier mal reingucken. Naja, war jetzt nicht gerade so der Brenner. Servus, Herr Kammerdiener. Kennst du Meister Menge?
Mon Dieu. Berate mit Sultan. Lass mich ran, der Weg war ziemlich lange. Was sagt die Karte? Naja, also, eine großartige andere Abkürzung gibt sie auch nicht. Ne, würde ich auch sagen, gehe ich direkt zu Fuß, beziehungsweise per Pferd. Und da kommt auch schon mein Greif im Kopf. Blödsinn, das sind Treppen, ja. Das kannst du hier nicht tun, ja, ich will nicht rennen. Nur ganz galopp, salopp. Kein Problem. Was eigentlich momentan für ein Level? Stufe 9, naja. Was ist los? Ja, ihr mich auch. Weil so schreien. Vor allem die einen schreien ja anscheinend überhaupt nicht. Guten Tag. Aus dem Weg, Mann. Boah. Und da sind wir auch schon zurück bei, Zoltan halt. Puschel? Du hast nicht mal das Wasser getrunken, ungezogener Vogel. Sag mal, der aus. Lecker, Cracker. Du rufe Zoltan! Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Zoltan. Vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Ja, mehr oder weniger. Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Ich denke, ich hab was Besseres. Worauf wartest du noch? Leg schon los! Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Was soll ich sagen? Könnte sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Ja, nee, ist klar. Nach Sonnenuntergang im Eisvogel, du. Tja, das hat theoretisch genug Zeit für einen Geldtrick, aber natürlich habe ich den Plan nicht gerade zur Hand, wo der genau steckt. Der hat natürlich jetzt sehr toll gemacht, Michael. Ich könnte aber für den Rest des Parts noch ein bisschen mit der Kohle hantieren. Wieso eigentlich nicht, weil wir haben sowieso neue Dinge hier.
Vielleicht nochmal ein bisschen besser überlegen. Also grund genommen geht es eigentlich immer ein bisschen darum, dass man halt nicht alles direkt verkauft, sondern auch mal ein bisschen zerlegt und dann irgendwie da ein bisschen neu zusammenfügt oder dann wieder verkauft. Das ist alles ein bisschen speziell. Also zum Beispiel das hier Rehhaut, wenn man 40 gibt, das ist eigentlich schon mal ziemlich viel, aber man könnte auch mehr daraus machen, zum Beispiel auch in das hier zerlegen oder das hier und daraus mehr gewinnen. Ja, sind um 4 gewinnt halt, nee. Scherz beiseite, ich brauche natürlich einen Weltkern nochmal ganz kurz, einen Schmied in der Nähe, wo war denn einer? Okay, oder ist er direkt an der Straße entlang? Natürlich nur, wenn ich, ja, jetzt den Weg entlang gehe. Moment, jetzt verarsche ich mir gerade die Karte ein bisschen. Ja, jetzt bin ich richtig unterwegs, okay. Das ist ein bisschen irgendwie verwirrend, wenn mir das sein soll. Ne, mit Stimmen, wa? Ja, ja. Ja, teilweise im Kartennähe stelle ich mich ein bisschen so an wie Swords One Piece. So, und da haben wir auch schon einen. Dann mal kurz gucken, ob der auch für uns verfügbar ist. Sieht nicht ganz so aus. Hallo, wo ist denn hier der Eingang? Wow. So, servus, hat er sogar etwas für uns? Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori. Früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ein Meisterschmied, ja, das klingt doch schon mal ziemlich vielversprechend. Und wie es hier genau weitergehen wird mit diesem Schmied, mit Sultan, mit Rittersporn und hoffentlich haben wir eine Spur zu Ciri. Das und vieles mehr im nächsten Part wieder hier bei Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, tschüss.